Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer Schnitzeljagd. Heute auf YouTube mit Bram, hallo. Sepp, Jay und mir. Hallo. Hallo. Das funktioniert so ein bisschen wie die Google Maps Schnitzeljagd oder Wikipedia, wenn ihr das kennt. Ne? Also wir suchen eine Zahl und die steht auf einem Haus und dann gibt es immer mehr Hinweise. Und also die anderen drei, die gucken dann gleich auf YouTube nach, naja, Videos und nennen mir dann irgendwann den gesuchten Begriff oder das, was gesucht ist. Für eine richtige Antwort gibt es 3 Punkte, für eine falsche Antwort gibt es einen für alle anderen und gebuzzert werden kann so oft, wie ihr wollt. Ja. Okay, der Kanal reicht noch mal nicht. Klatschen. Sorry. Der kann... Ich muss nochmal klatschen. Sorry, mein YouTube wurde noch nicht aufgenommen. Ah. Aber ist auch okay. Nichts passiert. Ja, macht ja nichts. Also der gesuchte Kanal reicht nicht. Das werdet ihr aber feststellen, weil... Also wenn ich in die Standardsuche eingebe, P, dann finde ich als erst Paluten, dann Paw Patrol Deutsch, dann Pepperwoods und dann erst Pizmeat. Finde ich aber krass. Was ist noch los mit uns? Also dann haben wir uns zwar nach unten gearbeitet, aber wer noch schlechter ist, ist Pietro Lombardi. Denn früher war immer, du hast P gedrückt und es kommt Pietro Lombardi. Der ist gar nicht mehr bei mir in der Liste. Ich bin ja in einem neuen Browser nicht angemeldet. Ja, also da müssen wir mal wieder was an der Findigkeit tun für uns. Ja, pass auf, lass mal mit Aufgabe 1 anfangen, ne? Dann wisst ihr auch so ein bisschen mehr, was gemeint ist. Aufgabe 1 ist, wir suchen ein Lebensmittel. Ja. Und der erste Hinweis ist, dieses Lebensmittel befindet sich ganz links im allerersten Frame eines Videos. Geil, jetzt mit kocht. Okay. Jetzt gibt es natürlich sehr viele Videos. Das ist richtig. Alleine ich gehe mal auf Pizmeat. Wir sind doch bestimmt bei uns am Kanal. Vielleicht auch nicht. Also es gibt alleine schon von uns über, weiß nicht, 24.000 Videos. 27.000 und ein Video! Echt? Haben wir das erst? Ja, wir haben mit Make It Meme das gestern geschafft. 27.000 Videos geknackt. Guck mal, also das heißt auf YouTube gibt es 27.001. Aber uns fehlen noch 30.000 Abonnenten. Das ist bitter. Ja, die kriegen wir auch noch irgendwann. Wir haben ja nur 30 Jahre Zeit. Ja. No. Pass auf, der zweite Hinweis, das dazugehörige Video wurde im August 2023 veröffentlicht. Mhm. Im August 2023. Kann man nach Zeiten suchen auf YouTube? Nee, nicht, dass ich wüsste. Oh, Moment, aber kann man nicht? Also, nach Veröffentlichungsdaten suchen? Du kannst, da steht halt blöderweise auch immer nur vor einem Monat, aber dann ist das, glaube ich, ja, nicht eben. Genau. Ja, du kannst es dir richtig anzeigen lassen, aber da musst du dann schon aufs Video klicken und... Genau. Also wenn es sich um ein Pizmeat-Video handelt, sind wir uns einig, dass wir nicht in die Analytics reingehen dürfen, ne? Ja, ja, absolut. Hey, ich bin auch gar nicht mit Pizmeat eingeloggt, ich könnte da gar nicht reingehen. Ah, okay. Ah, die braucht ihr hier nicht. Kleiner Tipp von mir. Tipp Nummer 3 ist nämlich in diesem Video. Schreibst du die Tipps auch immer auf? Nee. Das wäre nice. Ja, in TS. Normalerweise werden die ja dann so, die alten nochmal. Ich wollte gerade sagen, aufschreiben, die stehen doch hier. Ja, okay. Kann die doch lesen. So, ey. Ja, eben. Ja, pass auf. Tipp Nummer 3 kommt dann geschrieben. In diesem Video sind weitere Lebensmittel zu sehen, beispielsweise Eier, Bacon, Trockenbackhefe oder Tabasco. Das haben wir nicht. Was? Das haben wir nicht gemacht. Nicht im August 2023. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nicht. An Tabasco kann ich mich da auch nicht erinnern. Ja, das sind wir nicht. Aber vielleicht hat das einer bei sich in der Küche stehen. Okay, so Christian oder so. Aber das kann bestimmt natürlich wiederum sein. Ja gut, dann wären ja im August 2023 wären es ja dann eigentlich nur zwei Kochvideos, die ich beide gefunden habe und Aber keine Eier, Bacon, Trockenbackhefe oder Tabasco im ersten Frame. Naja, habe ich nicht gefunden. Also das hat nicht so. Okay, pass auf, dann Tipp Nummer 4, das Video erschien an einem Donnerstag. Toll! Na, vielleicht doch ein Pizza. Was soll ich denn da, wie soll man das denn zurückrechnen? Es gibt ja nicht so viele Donnerstage im August. Wie viele gab es denn da? Pass auf. Also, welche waren das denn? Selbst dann. Es gab den 3. Oh doch. Den 3., den 10., den 17., den 24. und den 31. Für Donnerstag war das ein guter Monat. Und für Mittwoch logischerweise auch. Dienstag auch. Ha. Für 3 von 4 Tagen.
Wir haben was waren die Donnerstage? Okay. Scheiße, jetzt muss ich noch kurz gucken. Was waren die Donnerstage im 13, 17, 24. Aber das 31. steht bei YouTube trotzdem vor zwei Monaten, wenn ich auf das Video gehe. Da sehe ich trotzdem nicht, ab, an welchem Tag das kam. Das ist doch, doch da drüber auch wann. Ach, ach so, Leute, ich dachte so 13, so was wie 13 ist Sonntag. Ja, sehr schön. Ja. Okay. Ja, okay, pass auf. Tipp Nummer 5. Das Rezept, in dem das Lebensmittel verarbeitet wird, befindet sich im Pete's Meat Kocht Buch. Oh. So. Da sind gerade Lampen angegangen. Der Hamster hat angefangen zu rennen, Freunde. Ja, ich habe eine Idee. Da. Bringt die das auch immer donnerstags raus? Der guckt wieder Horrorvideos. Wieso kocht sie nicht? Sie kocht doch! Wo sind deine Kochvideos, Lucy? Ist nicht Lucy. Kommt man denn da drauf? Wirklich? Mhm. Zwei Jahren? Nee, nicht vor zwei Jahren. Nee, 2023. Sehr aktuell. Beim Donnerstag. Ja. Was waren da für Sachen zu... Ach, das hast du reingeschrieben. Habe ich alles reinkopiert. Eier, Bacon, Trockenbackhefe, Tabasco. Oh, ist hier Tabasco zu sehen? Nein! Ach, also pass auf dem dazugehörigen Kanal, Tipp Nummer 6, findet man aktuell des Weiteren... Kopfsalat, grüner Salat, Eisbergsalat. Was das halt so ist. Richtig. Was? Es ist der Eisbergsalat. Es ist ein Lucy-Video. Es ist welches ein, denn? Das ist der Pizza mit Burger, der, glaube ich, gemacht wurde. Wenn ich das richtig sehe. Na gut, stark. Also wurde nein, ich war noch nicht weit genug. Das Video ich war in dem Video davor. Der perfekte Burger, Lucy kocht, Pizza kocht. Pizza mit Burger. Scheiße! Das waren drei starke Punkte von Jay, der gerade noch sagt, das ist kein Lucy-Video. Ja, natürlich, ich muss ja Quatsch erzählen. Das war immer, ey, ich habe das so schon bei Lucy gesucht, als ich das gesagt habe. Ja, die letzten Tipps wären gewesen, auf dem dazugehörigen Kanal findet man aktuell des weiteren Let's Plays zu Red Dead Redemption oder Gothic 2. Beides Gothic sehr schöne Spiele. Gothic ich hier. Ja, der Wassergehalt liegt bei etwa 95%. Die Kanalbetreiberin war bereits Gast bei Pizza mit Kocht. Sie veröffentlicht Videos, in denen sie Gerichte aus Pizza mit Kocht nachmacht. In diesem Gericht wird der Pizza mit Burger gekocht und das Video erschien am 3.8. auf dem Kanal von Lucy Licious. Ehrlicherweise wäre ich erst bei dieser Person macht Pizza mit Kocht Rezepte nach auf Lucy gekommen. Krass. Also die, ja. Ich habe das so in meinem Kopf, so, auch als ihr darüber geredet habt, so, nee, ihr seid da voll auf dem falschen Dampf. Ja, ich verstehe das. Aber erste Antwort war direkt richtig. Kommen wir noch zu, direkt zur zweiten. Zweite Aufgabe. Drei Punkte. Wir suchen ein Tier. Also sowas wie, ne? Katze, Schnabeltier. Ach, Jay. Hier steht schon, also Gathwar hat schon geschrieben, denn der hat das Ganze auch vorbereitet. Vielen Dank dafür. Gut zuhören, es wird wild. Okay. Also wir suchen ein Tier. Tipp Nummer 1. Im verlinkten Video, also wahrscheinlich in der Lösung halt, ist das Tier nach exakt 5 Sekunden erstmals zu sehen. Okay. Oh, ich glaube, ich weiß, welches das ist. Okay. Ja. Dann buzzer doch mal schnell. Ich gebe Sepp noch ein bisschen Zeit, damit er schnell das Video raussucht. Gibt's nicht sogar dann mehr Punkte, wenn du schon buzzerst? Nee. Nee, leider nicht. Buzzer einfach, Sepp. Das ist bestimmt eine Katze. Das ist ein Stempel von mir in der Tierform. Hund, Katze, Maus. Ja? Ein Stier. Ein Stier ist leider nicht korrekt. Schade, ich dachte, das wäre das legendäre React, was wir zweimal gleich reactet haben. Und am Anfang ist doch der Stier da am Start. Ach, das meinst du? Ja, okay. Aber der kommt nicht nach 5 Sekunden erst. Ja, ich hatte jetzt keine, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das Video schnell finde, deshalb war ich so. Also der Stier ist ja erstmal keine Tierart per se, ne? Das wäre dann. Deine Mutter ist auch keine Tierart. Da steht doch nicht nach Tierart, da steht das Tier. Ein Tier. Also nicht wirklich eine Tierart. Momentan. Ja, ich sag ja nicht zu, wenn ich Hund habe, Welpe. Ja.
Oh, weißt du, drück nach immer noch drei Sekunden sein. Schon und ist er okay, ist jetzt hier kleinkariert. Ich hab gegambelt, deswegen dann den nächsten Tipp. Das verlinkte Video, also die Lösung, wurde im November 2022 hochgeladen, hat 1500 Aufrufe und ist 55 Sekunden lang. Ach du Scheiße. Das ist... Ist das ein Short? Schwieriges Video. Weiß nicht. Weiß nicht, wie lang Shorts sind. Kann ich filtern? Kürzer als 4 Minuten? Geht eine Minute lang, glaube ich, Shorts, ne? Ja, okay, da werde ich auch ewig suchen. Ich gucke mal, das würde mich wundern. Muss ich Angst haben, wenn ich jetzt hier Shorts durchsehe, dass ich irgendwelche Palästina-Sachen finde? Bin ich sicher bei YouTube? Die sind ja genauso gebunden bei YouTube. Also, wenn die auf YouTube sind, können wir die auf YouTube ja... Ja! Die sind ja aktuell... Genau! Hey, geil, Mr. Beast. Ja, der hat jetzt 200 Millionen Abonnenten geknackt. Habe ich gelesen. Krass. Irgendwann am Wochenende, die Tage. Das ist schon heftig. Ich finde das schwierig, nach Datum zu suchen. Alter, Gathor, ey. Ja, okay, mach mal weiter. Ich glaube, da ist es. Übrigens, kurze Anmerkung. Ja, also 1500 Aufrufe sind ja so weit von gelogen. Das sind 1498. Aber hey. Aha. Ah. Tipp Nummer 3. Allerdings existieren auch andere Videos mit demselben Inhalt auf YouTube. Und kurze sehr Anmerkung weird. Von mir. Ich glaube, er spielt hier nicht auf Reacts an. Ne? Also logisch. Also einfach Re-Uploads, ne? Herr der Ringe. Das funktioniert auch nicht. Also genau, also wenn es halt so eine Tier-Compilation wäre und wir reacten da drauf, dann gibt es das Video ja auch zweimal, aber das meint er nicht. Also ohne Ton sich Shorts anzugucken, ist hammer weird. Alter, was? Nur nach 5 Sekunden. Ich guck mal. Kriege ich das denn nach November sortiert? Oh. Okay. Oh, das sieht fucking awesome aus. Ja. Also, daher Nummer mixt 4. jemand gerade Kakao mit einem Magnum-Eis und Brownies. Hey, direkt im Shorts, in der Shortshölle hängen geblieben. Ja, ich bin aber auch in der Shortshölle hängen geblieben. Weiß, mach dir eine Chili da rein, Junge, warum? Wenn du sagst, unter einer Minute, dann kriegst du halt sehr viel Shorts, ne? Also, du kannst das als Short hochladen, aber die muss Lösung, die er gepostet hat, ist nee, muss auch nicht. Ja, ich weiß, dass das ist so. Pass auf, Tipp Nummer, wo sind wir? 4. Gemeinsam mit einigen Artgenossen rennt das Tier vor etwas weg. Hä? Okay. Sogar ziemlich viele Artgenossen. Willst du nur ein Tier wissen, wa? Ja. Das ist ein Mensch. Das ist kein Mensch. Okay, warum? Ich mach ein Gamble. Ich sag, das ist eine Ente. Was? Es ist keine Ente, leider. Scheiße. Wie kommt man denn jetzt auf ein Entenmeme? Es gibt diese Duck Runs in den Shorts, wenn die. Und das rennt halt vor etwas weg, da kommt halt irgendein Mensch an oder so, muss ja gar kein böser Content sein, weißt du, einfach nur der Bauer, der kommt oder der Farmer oder wie man das auch immer nennt bei den Enten und dann rennen die ja los, dann macht er immer das Tor auf und dann geben die ja richtig Hartgas. Ja. Hat Dingens nicht gerade gesagt, das ist kein Short? Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, aber dort kann ja auch, da steht ja auch, dass das Video mehrfach hochgeladen worden ist und solche Inhalte. Sind für mich die sind in irgendwelchen coolen Compilations, in Meme-Compilations mit drin. Oder. So habe ich halt gedacht. Gehen wir nochmal einen weiter. Schwierig. Neben dem einen Tier, also dem gesuchten Tier, sind noch andere Tiere zu sehen. Nashörner, Affen, Haie oder auch ein Elefant mit Hut. Was? Okay, ich bin jetzt auf den Elefant mit Hut gespannt. Ja, wir müssen das ja finden können. Oh mein Gott. Okay. Es ist ein Baby-Hai-Song. Ja, aber da gibt es ja nur den Baby-Hai. Das kann er nicht. Und den kleinen Hai. Und den großen. Ja, vielleicht gibt es da auch ein Mashup mit anderen Tieren. Baby-Ape-Dud-Dud-Dud. Ja. Baby-Ape-Dud-Dud-Dud. Was heißt denn Nashorn eigentlich auf Englisch? Baby-Nashorn-Dud-Dud-Dud. Nosehorn? Nosehorn, ja.
Ist das nicht Rhino? Ja, irgendwie so weit, ne? Ja, stimmt, Rhino. Oh, ja, bei Englisch fragen, Dennis fragen, ne? Ja, das ist richtig. November. Okay, das ist es auf jeden Fall nicht. Das hat viel zu viel Aufrufe. Geht schon mal ein bisschen mehr in die Richtung, glaube ich. Ein scheiß Elefant mit Hut, Junge. Die Affen und der Elefant reiten auf den Nashörnern. What? What? Was gucken wir uns? What? Ich hatte kurz gedacht, Elefant mit Hut, ich bin jetzt gerade bei Benjamin Blümchen TV, aber das ist es, glaube ich, nicht. Nee. Also, Nashornreiten macht man anscheinend in Conan Exiles sehr viel. Oh, das, ja, das haben wir ganz am Anfang mal gespielt. Da kann man wohl richtig toll Nashorn reiten. Also, wenn man YouTube Elefant reitet Nashorn eintippt. Mhm. Dann bekommt man da leider nicht so viel. Dann guckt man hauptsächlich so Animal Fights. Tipp Nummer 7. Alle Tiere sind animiert. Ja, das dachte ich mir schon. Mit dem Elefant reitet auf Nashörnern, ja. Also zumindest irgendwie nicht in echt passiert ist. Aber ich habe gehofft, auch wenn man Elefant mit Hut eintippt, hat dann halt irgendeinen Scheiß. Also das scheint generell nicht so einfach. Eben hatten wir ja 11 Tipps zu dem Lucy-Video. Hier haben wir 16. Theoretisch. Ja, das ist auch, also, glaube ich, schwierig. Wir werden aber jetzt recht konkret, deswegen gut zuhören, es wird wild. Tipp Nummer 8. Es handelt sich um einen Trailer zu einem Videospiel, entwickelt von der Spielefirma Rare. Was? Wie schreibt man denn nochmal Rare? So wie in TS Rare. Oh, okay. Ja, das ist zu lange. Echt jetzt? Das gibt es doch nicht. Das ist alles dumm einfach. Hätte man nicht einen anderen Publisher nehmen können, Alter. Rare ist voll scheiße, weil Rare auch noch selten heißt. Ach so, ja. Rare Animals, kriegt man dann wahrscheinlich auch schöne Videos. Ja, das ist total mega. Da kriegst du irgendwelche Animals, die man halt nicht so oft auf dem Planeten sieht. Aber wieso reiten? Ich bin verwirrt. Welches Spiel ist das? Ja, das würde dir sehr helfen. Aber da sind wir noch nicht, denn wir sind erst bei der 9 und die besagt, der Render-Trailer wurde auf der E3 veröffentlicht. Ich stehe allerdings nicht bei, auf welcher. Ein Video von 2022 ist? Ja, das verlinkte Video, also das hier in der Lösung. Ah. Na gut, dann glaube ich dir mal. Also, ne, das hängt damit zusammen mit Nummer 10. Denn das Spiel sollte auf dem Nintendo GameCube spielbar sein, doch ist nie erschienen. Es wurde gecancelt. Wurde das nicht im letzten November hochgeladen? Durch Geth war bald gecancelt. Und das sollte für GameCube kommen? Ja. Warte mal, ist das vielleicht auf Geth Wars Kanal hochgeladen worden? Nein. Von 1000. What? Da, es ist ein Strauß. Wo bist du denn gerade? Wie, wo bist du denn gerade? War doch die Frage nach dem Tier, oder? Ja, ist richtig. Stark. Das ist Donkey Kong Racing. Absolut Trailer. Korrekt. Es ist der Trailer zu Donkey Kong Racing und ich hätte echt gedacht, das gibt's, aber das ist gecancelt worden, das gab's nie. Also, ich habe ein anderes Video, nicht genau das Video gefunden, das ist aber halt auch 55 oder 54 Sekunden lang und da sieht man dann das komische Gedöns Straußenvieh. Ja, genau. Ich bin gerade die Render-Trailer nochmal von der E3 durchgegangen. Ja, nee. Also, wieso wird das dann da nochmal hochgeladen? Hä? Das habe ich jetzt überhaupt nicht. Gar nicht, da ist der also Elefant mit Hut. Ich weiß gar nicht, wann das Video veröffentlicht wurde. Also, klar, es kam zur E3. Dark.
Aber das ist dann, haben sie es irgendwie. Ja, aber die E3 war nicht die 2022er E3, sondern Video ist nur 2022 veröffentlicht worden. Die E3 war dann wahrscheinlich 2003 oder ja, so, also oder wann auch immer. Wir haben das Wiki 2001. Also, wir machen erst 2001. Die nächsten Tipps. Ne? Für dieses Rennspiel waren verschiedene Fahrer eingeplant, beispielsweise Tiny Kong, Kiddy Kong, Cranky Kong oder Lanky Kong. Aber auch den Namensgeber des Racing-Spiels sollte man spielen können. Das gesuchte Tier trägt den Namen Expresso. Im Gegensatz zu Diddy Kong Racing basierte dieses Spiel darauf, dass man auf Tieren reitet, anstatt Fahrzeuge zu benutzen. Finde ich eigentlich ganz witzig. Obwohl der Trailer 2001 veröffentlicht wurde, stellte sich die Entwicklung noch im selben Jahr ein. Wir suchen das Tier, welches von Donkey Kong wegrennt. Das Video befindet sich auf dem Kanal New Gamer The Video Game Archive. So, und jetzt ist hier das Wiki verlinkt. Und hier stand drin, veröffentlicht wurde das zur E3 2001. Ja. Da gab es die, holy shit. Habe ich dann auch quasi. Ja, und das Spiel wurde später als Saberman Stampede wiederbelebt. Was? Aha. Das hätte Tipp 1 sein können auch, weißt du? Ja. Aber das Saberman Stampede Team wurde 2004 aufgelöst und zum Cameo Elements of Power Team bei Rare hinzugefügt. Ganz wilde Geschichte, Donkey Kong Racing. Das war schwierig. Donkey Kong Racing gibt's ja. Ja, das war schwierig. Das schwierig. Also, aber habt ihr ja trotzdem gelöst und wir hätten noch einige Tipps gehabt. Sehr, sehr schön. Aktueller Punktstand: 5 für Jay, 4 für Sepp, 1 für Bram. Aufgabe Nummer 3, winken aber wieder auch 3 Punkte. Und hier steht etwas klassischer. Wir suchen ein Video. Aha. Also den Titel kann man ja dann vorlesen. Ja. Steht hier auch. Ich möchte bitte den exakten Videotitel hören. Geil. Ja. Nice. Mhm. Aus den Reuploads. Erster. In diesem Video ist unter anderem Justin Bieber zu sehen. Aha. Oh, Justin Bieber ist natürlich schon mal gut. Justin Bieber. Ich weiß nicht mal, wie man den schreibt. Oh, jetzt bin ich bei Bieber. Davon gibt es bestimmt nicht so viele Videos. Es steht im TS, wie man nicht. Er hat ganz wenige Videos. Der hat auch ganz wenig GEMA-geschützte Videos und so, ne? Justin Bieber featuring. Das ist immer ganz easy. Ludacris Baby. Da drauf zu klicken, auf die ganzen Bieber-Videos. Ja, ich hab Musik aus. Ja. Ja. Genau, ein Videotitel ist natürlich noch mal eine Schippe schwieriger, als nur in die Richtung zu gehen, ne? Finze! What the fuck? Okay. Hinweis Nummer 2 von 12. Ja. Übrigens, es wurde vor über 10 Jahren veröffentlicht und weist mehr als 4,5 Millionen Aufrufe auf. Oh. Ist ja nicht mal viel. Oh. Für Justin Bieber Videos. Justin Bieber Videos sind deutlich voller. Okay. Ein paar Milliarden haben die schon, das stimmt. Ja. Da hätte er dann gesagt, das ist kein wiederkehrendes Format. Manchmal hat man einfach keine wiederkehrenden Formate, dann machst du auch nichts, oder? Ich muss jetzt einfach von 3 Milliarden auf 4 Millionen runterscrollen. I'm your baby. Ah. Das ist ganz schön schwierig. Unser Kandidat für Twitch Sings. Aber mehr als 4,5 heißt jetzt nicht 3 Milliarden. Ne? Das ist schon eingegrenzt eigentlich, oder? Ja, also ne, das ist natürlich, da YouTube, da steht ja mittlerweile immer so eine gerundete Zahl. Ja. Also da steht jetzt nicht 10 Millionen, sondern da steht halt 4,5, aber in Wirklichkeit hat es 4,5. Ja, das ist okay für mich, aber das heißt nicht einfach mehr, heißt. Nee. Okay. Nice. Ja, weiter. Da wäre der Garth War ganz schön lustig. Die Videolänge beträgt exakt 5 Minuten und 7 Sekunden. Mist. Das ist richtig, richtig Rummel. Ich habe 4,5 Millionen gefunden. 5,6 Sekunden. Aber da ist nichts nur ansatzweise 5 Minuten lang. Doof. Okay. Nächster Tipp. Nummer 4. Das Video also ist auf Deutsch. Oh. Ja. Was könnte das sein? Boah. Hä?
Ein Tag im Leben von Justin Bieber. Awesome. Talk with Justin Bieber on Retten Das. Oh Mann, Alter, was da, du alles Sepp füllt findest. Sich ab und Luca zeichnet Zutaten. Das ich ist finde es ja, ja. Ah, ja, das hat aber, glaube ich, nicht 4,5 Millionen Aufrufe. Das wäre cool. Nächster Tipp. Tipp Nummer 5. Nach dem Intro startet das Video mit den Worten. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play, ne, und so weiter. Oh, was? Bitte, was? Könnte ja jeder Kanal sein. Scheiße. Hä? Wie? Starten mit Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Ja. Okay. Das ist ja sowas von Peter Phrase. Das verwirrt mich auch hart. Wir haben Videos, die 4,5 Millionen Aufrufe haben. Ja, unser Wer sind wir Video hat 6,9 Millionen Aufrufe, aber danach ist... Ah. Ja. Genau das habe ich mir gedacht, wird in diesem Hinweis passieren, denn jetzt gebe ich euch den nächsten Hinweis. Ja, der Kanal sein. Produziert seit Ende 2015 keine Videos mehr. Ja! Scheiße. Oh Gott, komm, jetzt das ist nicht Feedspeed! Hä? Wieso muss er jetzt schneller sein? Jetzt bin ich verwirrt. Scheiße. Hä? Ich bin auch verwirrt. Nee, hä? Der macht ja noch Videos. Wer? Was ist denn jetzt hier? Also Jay, ich bin auch hardcore verwirrt und gucke mir gerade nur die Okay, Tipps dann an. Gebe ich euch den nächsten Hinweis. Ursprünglich bestand der Kanal aus 3 Mitgliedern. Was? Welchen deutschen Kanal mit 3 Mitgliedern kennen wir so? Die 2015 aufgehört haben. Ich habe gar keine Aufrufe, Alter. Wer? Warum sagt Bram, er müsste schneller sein? Ich dachte, ich hatte die Mega-Idee und dachte immer erst, okay, das wäre total offensichtlich. Und dann sind es aber 3 Leute. Oh, doch. Ich habe eine Idee. Nein, Musik aus. Oh, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja. Oh, yes. Ich hau sonst Nummer 8 raus. 4,5 Millionen. Fuck me. In diesem sortieren? Video. Wisst ihr wahrscheinlich selber schon, ist ein Pizmeet-Mitglied zu hören, welches sich aber aktuell im Urlaub befindet. Nice vorausgedacht. Was war das? In dem Video ist ein Pizmeet-Mitglied zu hören, welches sich aktuell im Urlaub befindet. Aber ich denke, voll gelogen, dass das 5 Minuten 7 ist. Was brauchst du im Videotitel? Ja. Call of Duty Black Ops 2 Real Life Pizmeet Let's Play. Ja, von das YTD. Lass ich so zählen. Pizmeet Let's Play von YTD, das ist vollkommen richtig. Nice. Ist ja so schlecht. Es ist ein... Nee, das war ziemlich gut. Es ist ein Sketch, bei dem angeblich ein Videospiel gespielt wird. Bei diesem Videospiel handelt es sich um einen bekannten Shooter. Die Beta zum neuen Teil des Shooters läuft gerade. Das Video handelt über Black Ops 2. Ja. Ich würde da jetzt auch mal reinhören. Wie haben die das denn gemacht? Das ist 508 lang! Ja, sag ich doch, aber wenn du reingehst, das ist 507 lang. Das ist ja so fake. Mega gut. Echt? War das jetzt der Punkt für dich, Jay? Nein, ich seh's nur gerade, weil ich es jetzt auch gefunden hatte. Ich war auch auf der YTT-Seite. Aber Jay, ich hab dir den Tipp gegeben, das ist 508 lang. Also nach dem, ist ja belastend. Nach dem kurzen Intro kommt tatsächlich Peter, der das einspricht. Ja. Er hat ja auch für GTA und so weiter gemacht vor dem Kölner Dom. Ja. Sehr, sehr cool. Stark. Ja, weißt du, ich war bei Let's Play Together eine Zeit lang. Ich war die ganze Zeit so, welche 3 YouTuber haben aufgehört und waren echt erfolgreich. Ah ja, fuck YTT. Ah ja, fuck YTT. Ja, genau. Ja, da war Sepp der Schnellste, hat sich 3 Pünktchen eingeheimst. Aber mit Recht, Alter. 7 Punkten wieder die Führung. Wir kommen zum letzten, zur letzten Aufgabe, so nämlich. Ja. 4. Aufgabe. Wir suchen einen Namen. Okay. Aha. Der Name
Harry befindet sich weder im Titel noch im Kanalnamen. Aha. Okay. Bist du da sicher? Bisschen dünn. Findest du? Ja, bisschen. Hast du es noch nicht herausgefunden? Ja, vielleicht ist ja, we spent the day at Asmongolds house, aber wir suchen nicht Asmongold, sondern jemand. Das ist echt scheiße, dass ich keine deutschen YouTuber oder Videos gucke. Allerdings liefern das Profilbild. Hast du keinen Nachteil, Bram? Achso. Ja, okay. Allerdings liefern das Profilbild, die Videobeschreibung, der Kanal-Link und die Infobox des Videos ausreichend akkurate Hinweise. Okay, wow. Jetzt müsste aber wirklich immer Sherlock Holmes sein. Bin ich mal gespannt. Pass auf, ich gehe mal auf den Kanal. Kanal-Info. Oh mein Gott, ja, okay. Okay, alles klar. Und wir suchen noch nur einen Namen. Was ist denn der Titel? Der Titel? Der Name befindet sich weder im Titel noch im Kanalnamen. Ja, was ist von dem Video? Wenn du das Video findest, dann steht in dem Video. Ach, wir suchen jetzt ein Video. Nein, wir suchen den Namen. Aber von dem Kanal. Genau. Nein. Okay. Einen Namen. Generell. Wir suchen einen Namen. Und genau, aber dieser Name befindet sich weder im Titel noch in dem Kanalnamen. Aha. Hier ist ja ein Lösungsvideo hinterlegt und im Titel des Videos steht nicht der Name. Deswegen. Naja. Allerdings, ne, deswegen liefern Profilbild, Videobeschreibung, Kanallink und die Infobox des Videos ausreichend akkurate Hinweise. Und damit ihr euch mal so ein bisschen mehr auf die Besuche begeben könnt, nehmen wir mal den nächsten Hinweis. Zum Zeitpunkt des Videos war der Namensgeber 13 Jahre alt. Wow. Heute. Toll. Ja, okay. Danke für nix, Alter. Ja, dann können wir jetzt alle Mathe-Mann anwerfen. Heute, und ich gehe davon aus, heute. Heute müsste er dementsprechend 15 sein. Was? Hm? Okay, 2 Jahre altes Video. Nice. Alter, Mathe-Mann. Ich guck mir einfach windige Weinblätter an. Wie sucht man denn danach? Bram, sehr gar nicht. Frage. Ich muss noch auf weitere Tipps warten. Ja, das Video ist auf Englisch. Cool. Gesprochen wird allerdings nicht. Das Video ist auf Englisch, aber es wird nicht gesprochen, okay. Ah, Bram hat voll die Vorteile jetzt. Hallo. Okay, wow. Ah, nice. Das gucken wir uns gleich an. Das Video ist auf Englisch gesprochen, wird allerdings nicht. Jetzt kommt Tipp Nummer 6. Es hat ca. 46 Millionen Aufrufe und 1,7 Millionen Daumen hoch. Wow. Wow. Das ist ziemlich gut. Ja. Was? Mal gesprochen wird allerdings nicht. Nein. Das Video hat Ton, aber es wird nicht gesprochen. Hat denn dann ist gesungen auch gesprochen? Nein. Ah. Also, ja, nee, aber das auch nicht. Da wird doch nicht gesungen. Können Tiere Englisch sprechen? Ich glaube nicht, oder? Du hörst keine Thumbnails, ey. Du hörst keine Person. Geil. Nummer 7. Das Video geht ganze 24 Sekunden. Mhm. Oh. Was? 46 Millionen. Mann, das ist bestimmt so ein YouTube-Meme, weil ich keine Ahnung von hab. Schön. 48 Millionen Aufrufe habe ich gefunden. 24 Sekunden. Da sind 2 zu viel. Also ich glaube, es sind auch wieder hier 46,31158. Ah, fuck, Alter. Ja, okay, pass auf. Dann Tipp Nummer 8. Der gesuchte Name ist bei uns, also im hier Team Pizmeat, gut bekannt, wird hier aber für ein Tier verwendet. Was? Ja. Cool. Hund. Was?
so, wird für ein Tier verwendet. Ah, okay. Ja. Sammy. Ja, Emma. Der Hund. Emma. Ja, wie heißt dein Krabs? Mr. Krabs? Oh, shit. Ey, Columbus Hund hieß Hund. Ja, okay. Fair point. Fair enough. Tipp Nummer 9. Genauer genommen handelt es sich um einen Quarter Horse. Aha. Also, Quarter Horse. Wieso geht denn ein Viertelpferd? Ey, was ist das denn? Das ist eine Pferderasse. Ah, American Quarter Horse. Hab ich jetzt aber auch noch nicht verstanden. Mit über 4,6 Millionen registrierten Pferden, die zahlen mehr. Scheiße, es gibt kein Video mit einem Quarter Horse, was 46 Millionen Aufrufe hat. Häufigste Pferderasse der Welt. Meinst du? Das ist Schmutz. Ah. Schon krass. Doof. Ah, ich höre nur Verzweiflung. Ja, ich bin hart verzweifelt. Tipp Nummer 10. Des Weiteren sind in dem Video eine Frau und mehrere Hunde zu sehen. Aha. Echt? Also, die Hunde, ja. Was ist denn die Frau? Ach, da. Oh mein Gott, ja, okay. War da recht. Kann man natürlich mit der Frau, mehrere Hunde, Findet man da was? Warte mal, was war die Frage? Wir suchen einen Namen. Okay. A man needs a name. Die Hunde, Tipp Nummer 11. Keine Ahnung. Werden im Video angefurzt und reagieren nicht so happy. Oh mein Gott, das ist doch so, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Also ich hab's, aber... Wo steht denn jetzt der Hinweis? Der steht in TS. Ja. Ach so, da. Ja, wie okay. Der Namensgeber heißt. Das steht auch im TS. Ist bei uns gut bekannt. Ach so. Da wurde gedrückt und zwar von Sepp. Sven. Vollkommen richtig. Ja! Warum wird Sven als Farting Hund Tiernamen? Scheiße, da oben ist Sven Farzigen, das scheiß Pferd heißt Sven. Ja, das Pferd heißt Sven. Ich dachte erst, Sven. Wir haben einen Namen, also bei uns ist ein Tier, was so heißt, also Sammy oder Emma, ach, so. Aber nee, bei uns oh mein ist Gott, nur ich war bei Sven. Nee, das es ist, Tier heißt es ist so und Sven und ich weiß nicht, ob ich Sven ab sofort Hund nennen soll. Finde ich eigentlich ganz schön. Die Hunde werden im Video angefurzt, reagieren nicht so happy. Das zweitbeliebteste Video auf dem Kanal hat unter 150.000 Aufrufe. Und die 13 soll ich erst droppen, falls alle weit weg sind. Wir befinden uns auf dem Kanal Yukon. What? Kann euch auch das Video mal... Dann ist jetzt ja, das Video, das Pferd rennt weg und pupst dabei? Ja aber und das tritt vorher den Baum. Genau, das ist ja dann genau... Der Videotitel beschreibt exakt das, was im Video passiert. Horse kicks tree, farts on dogs, then runs away. Wow! Das ist auch, wenn du nach Dogfart suchst, ist das erste Video, was bei mir kommt. Davor sind nur zwei Shorts. Wie bin ich denn da nochmal hingekommen? Gute Frage. Ja, ich bin da auch relativ schnell hingekommen. Ich habe auch auf das Pferd, auf das Bild geklickt. Auf das Video denke ich mir so, okay, da ist ein Hund drauf, da ist ein Pferd, aber ich habe nicht so schnell geschaltet. Es hat halt 1,7 Millionen Daumen hoch. Da war halt so, yo, okay. Oh Mann, Alter, Mann. Sven steht dann, wie gesagt, sowohl im Kanalbild als auch in der Kanal. Ja, das habe ich leider nicht gereicht. Ich dachte, das ist irgendwie Sammy, Emma oder ein anderes, weiß nicht, wie es Ratten heißen oder so, aber. Ja, dann einfach 10 Sekunden zu langsam, ey. Hast du ja trotzdem gemaked. Dadurch gewinnt Sebastian mit 10 Punkten die YouTube-Schnitzeljagd. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Keine Chance. Ja, vielen Dank an Gathwar mal wieder fürs Vorbereiten und vielen Dank an euch fürs Zusehen. Take it away. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss.